Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Durch den Code in der neuen App ist es tatsächlich so, dass man eventuell etwas herauslesen kann, das wir bei Meltan erlebt haben. Bevor Meltan ins Spiel kam, war es so, dass im Code das Wort Beluga aufgetaucht ist. Und man konnte halt damit nichts anfangen. Es war kein Pokémon. Es war einfach nichts, was mit Pokémon zu tun hatte. Und dann kam Meltan quasi ja eigentlich nur, um Let's Go zu vermarkten, Werbung zu machen. Und ja, aber im Endeffekt ein neues Pokémon, das dann im neuen Spiel dann auch zur Verfügung stand, sofern man es von Pokémon Go zu Let's Go überträgt. Dies könnte jetzt tatsächlich auch wieder passieren, und zwar diesmal mit Pokémon Schwert und Schild, das ja dieses Jahr, Ende dieses Jahres, wahrscheinlich rauskommen wird. Und zwar war das Wort, was man im Code gefunden, Koala. Obwohl, es gibt zwar ein Pokémon, das aussieht wie ein Koala, aber dennoch, das wird ein Codewort sein. Niantic hat übrigens getwittert, dass sie ein großes Bot-Netzwerk entdeckt haben und diese Spieler entsprechend bestraft haben. Dieses Bot-Netzwerk hat dafür gesorgt oder hat versucht, spezielle Items zu sammeln und diese dann weiterzugeben. In Ingress ist es tatsächlich oft so, dass dass zusätzliche Accounts, die von einer Maschine gesteuert werden und auch ihre GPS-Daten verfälschen, versuchen Items zu sammeln und diese Items dann tatsächlich weiterverkaufen. Das ist halt in Ingress möglich, weil man tatsächlich unter Spielern untereinander ohne Probleme die Items tauschen kann. Man kann Items einfach auf den Boden schmeißen. Im Endeffekt kann man Ingress quasi sogar zumüllen. Also man kann tatsächlich sich an einem Hausportal stellen und, keine Ahnung, versuchen 2000 Keys dahin zu legen auf einen Haufen, und derjenige, der an diesem Portal wohnt, hat eventuell Probleme weiter zu hacken, weil die vielen Keys dann irgendwie stören. Also das... Es gibt tatsächlich einige Sachen, mit denen man echt Leute nerven kann, oder was man halt auch machen kann. Man kann Items auf den Boden legen und daraus Muster entstehen lassen. Ja, da werden manchmal dann auch Geschlechtsteile auf den Boden gelegt. Aber ja, ist jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist. Aber ja, das ist der Grund. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe, weshalb das in Pokémon Go nicht kommen wird. Könnte. Dass Items tauschen einfach zu einem Geschäft werden kann, und das möchte Niantic nicht. Ist ja auch verboten, ist jetzt auch nicht der, nicht, das ist jetzt nicht irgendwie erlaubt oder so. Aber ja, es gibt auch Bots, die nicht nur eine einzige Aufgabe haben, sondern es gibt auch Bots, die tatsächlich etwas intelligenter fungieren, und ich glaube, dass diese immer noch nicht entdeckt werden können. Ich habe da nämlich mal einen sehr interessanten Beitrag von jemandem gelesen, der selber Bots betrieben hat. Und der hat tatsächlich das so dermaßen gut verschleiert, dass er das eigentlich wahrscheinlich heute noch machen könnte. Weil diese Bots auch untereinander agieren, und die haben halt nicht nur eine einzige Aufgabe. Sie tun jetzt nicht nur Items hacken, so heißt das in Ingress, und dann war's das. Sondern sie bauen auch Felder, linken, mal machen sie dies, mal machen sie was anderes, mal spielen sie nur simultan, was wahrscheinlich sehr deutlich für einen Menschen sprechen würde. Ein Computer spielt immer, immer und immer. Ich glaube, der hat sogar Arbeitszeiten, Freizeiten, alles Mögliche reinprogrammiert, damit es wirklich aussieht, das ist eine Bewegung von einem echten Menschen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also, naja. Aber wir können auch gerne mal wieder zurückkehren zum Thema
Pokémon Go. Sehr viele Spieler gehen nämlich davon aus, dass Niantic ihre Spoofer lieben, weil sie ja angeblich vielleicht Geld ins Spiel bringen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie viel Geld wirklich so ein Spoofer in das Spiel einbringt. Wenn man jetzt überlegt, die können sich ja auch noch zig weitere Accounts erstellen, um zum Beispiel Lokmodule zu zünden. Also Lokmodule müssten die sich definitiv nicht kaufen. Und sie haben definitiv kein Problem, sich jeden Tag die 50 Münzen zu holen. Da macht man sich dann einfach noch einen zweiten Account, der dann einfach den einen Account den anderen ausraut und so weiter und so fort. Daher, ich habe leider keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, dass Spoofer wirklich Geld einbringen. Weil was können sie denn groß machen? Klar, man könnte so lange raiden. Und also durch Raiden bekommt man natürlich ja auch viele Erfahrungspunkte, aber auch durch Freundschaften kriegt man sehr viele Erfahrungspunkte, um den Account zu leveln. Also so von wegen, ich mache jetzt, sagen wir mal, man wollte ein Geschäft aufmachen mit Level 40er Accounts. Klar, wenn dann natürlich entsprechende Pokémon drauf sein sollen, dann sollte man die entsprechend auch sammeln. Was ja für einen Spoofer relativ einfach ist, vor allem, wenn es darum geht, oh, ein wildes Vesprit ist ja so wertvoll wie sonst was. Also wenn sowas auf einem Account angeboten wird, kann man wahrscheinlich eine Menge Geld verlangen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber wer würde denn schon sich einen Pokémon Go Account kaufen? Ich definitiv ja nicht. Ich bin Level 40, ich habe alles, was ich habe. Ich habe vor allem zu den Pokémon, die in meinem Beutel sind, ja auch tatsächlich was erlebt. Und das ist halt einfach das, was man halt mit einem anderen Account, wenn man den kauft, einfach nicht hat, ja. Naja. Gestern wurde von Niantic auch das seltene Pokémon für das Hamburg-Event, Lange Nacht der Museen heißt das Event, angekündigt. Und es ist Finnyon, ein Fisch, der so schwarz-lila ist. Also der hat auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Und das Event findet ja am 18. Mai um 18 Uhr bis 19. Mai 2 Uhr statt. Es gibt vierstündige Lokmodule. Das heißt, auch wenn ihr um 2 Uhr nachts ein Lokmodul zündet, wird es wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil es war bis jetzt ja immer so, dann auch noch 4 Stunden lang laufen. Zweifacher Sternenstaub in diesem Eventzeitraum und sehr viele Event-Pokestops. Also auf jeden Fall an jedem Museum ein Pokestop. Und es sind halt anscheinend in Hamburg sehr viele Museen unterwegs. Wusste ich gar nicht. Aber okay, gestern hat auch der Wettbewerb, der Kreativ-Herausforderungswettbewerb angefangen für Go Snapshot. Ihr könnt also auf Twitter und Instagram mit den Hashtags Go Snapshot und Go Create Challenge bis 22. Mai teilnehmen. Die Gewinner für die Habitat Challenge sind noch nicht bekannt gegeben worden. Ich gehe aber davon aus, dass es in den nächsten Tagen sein wird. Die letzte Ankündigung, also zu der Kumpel-Herausforderung, da war es am 2. Mai die Bekanntgabe der Gewinner. Zu der Ticketverlosung zum GoFest Dortmund. Kann ich erstmal nur sagen, klar, also bis zum 15. Mai habt ihr Zeit, daran teilzunehmen. Es sind wirklich nur 2 Klicks, die kann man einfach mal machen. Ihr seid nicht verpflichtet, danach die Tickets auch wirklich zu kaufen. Ihr könnt zum Beispiel dann einfach mal sehen, ist es wirklich so, dass man nur mit Kreditkarte diese Tickets kaufen kann? Ist es wirklich so, dass ich nur an einem einzigen Tag in diesem Park gehen darf und die anderen 3 Tickets sind nur dazu da, um noch Freunde einzuladen? Das könnt ihr euch dann alles dann in Ruhe ansehen. Ihr könnt ja trotzdem an der Verlosung teilnehmen. Dann möchte ich noch mal was zu dem regionalen Pokémon, zu dem GoFest noch etwas sagen. Ich habe Niantic gefragt und leider möchten sie sich dazu noch nicht äußern. Also muss ich natürlich sagen, ich gehe davon aus, dass Venuflibes in Dortmund nicht nur in dem Park verfügbar ist, sondern auch außerhalb von dem Park. Aber Niantic hat es nicht bestätigt. Punkt. Ist so. Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut euch einfach ein GoFest an.
das zuvor stattgefunden hat. Und dort müsste man herausfinden, was außerhalb der Ticketzone veranstaltet worden ist oder stattgefunden hat. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung bei Poketen vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren und auf Twitter folgen. Bis zum nächsten Mal. Batsch.